Now it's my very big pleasure to introduce Hanno Böck to you. He's no stranger to the chaos crowd. He's been to several Easter hacks and at several other chaos events. Today he's here to talk about TLS 1.3, what it's all about, how it came to be, and what the future of it is gonna look like. Please give a huge applause and welcome Hanno. Hello. Yeah. Okay. So today ja, hallo. Heute möchte ich über eine neue Revision von TLS sprechen. TLS ist das Transport Layer Security Protocol, wo ich hoffe, dass das jeder kennt. Es ist ein Protokoll, was wir auf andere Protokolle aufsetzen können und es gibt uns einen authentifizierten und entverschlüsselten Kanal für ein sehr sicheres Internet. Und wir haben eine neue Version seit August. TLS 1.3 und als erstes würde ich gerne über die Geschichte sprechen. Warum haben wir diese neue Version? Wie sind wir da hingekommen und was gab es für Designentscheidungen in diesem Protokoll? Ja, die allererste Version von SSL wurde, das ist damit ich dich höre. Also die immer noch sehr ähnlich ist zur TLS 1.2, was wir heutzutage häufig benutzen. Dann 1999 wurde es von Netscape an die ITF übergeben, an die Internetstandardsorganisation, und sie haben es in TLS umbenannt. Also das ist so hier die Versionsgeschichte. Wir hatten zuerst SSL, das habe ich hier rot markiert, weil diese beiden Versionen sind, ja, die sind kaputt. Man kann sie eigentlich nicht wirklich verwenden. Man kann eigentlich keinen sicheren Weg finden, um sie zu verwenden. Einfach vom Design des Protokolls her. Dann in 1999 haben wir es in TLS umbenannt und TLS ist immerhin noch einigermaßen okay, wenn man einigermaßen alles richtig macht, aber es ist schwierig und deshalb, also es ist nicht komplett kaputt, aber man sollte es vermeiden. Und ja, TLS 1.2 ist das, was man heutzutage meistens verwendet und TLS 1.3 ist das Aktuelle, das Neue. Und was man sehen kann, ist, der größte Schritt ist hier zwischen 1.2 und 1.3. Also es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, in der es keine neuen Entwicklungen gab. Okay. Ja. Ihr habt vielleicht schon über verschiedene Verwundbarkeiten in TLS gehört. Und heutzutage, eine gute Verwundbarkeit hat heutzutage ein Logo und einen tollen Namen, einen hübschen Namen. Und ich möchte gerne in eine Verwundbarkeit reingehen, eine Sicherheitslücke reingehen, und zwar, ich war sehr überrascht, als ich realisiert habe, also es gibt diese sogenannten Padding Oracles, die treten im CBC-Modus aus, also das ist Verschlüsselung automatisch, also die für die tatsächlichen Daten verwendet wird, für die symmetrische Verschlüsselung der eigentlichen Daten. Die Sache ist die, wenn wir Sachen verschlüsseln, was wir normalerweise benutzen, sind Blockziffern, also Blockschlüssel sozusagen, und sie verschlüsseln immer einen bestimmten Datensatz, eine bestimmte Menge an Daten, normalerweise 16 Byte, und dieser CBC-Modus war der Standardmodus in vergangenen TLS-Versionen, um zu verschlüsseln. Das ist, wie es aussieht. Wir haben so einen Startvektor, IV, Initialization-Vektor, und damit verschlüsseln wir einen Block an Daten. Und wir XORen diese Verschlüsselung in den nächsten Plaintext, der verschlüsselt werden soll. Also der Ciphertext wird sozusagen weiterverwendet. Und weil das Blöcke von Daten sind und unsere Daten nicht immer in 16-Byte-Blöcken sein können, es könnten auch 5-Byte-Blöcke sein, müssen wir diesen leeren Platz auffüllen. Und dafür brauchen wir irgendeine Art von Padding. Und im TLS, ja, zuerst hatten wir Daten, und dann haben wir eine MAC hinzugefügt. Also das ist sozusagen ein Wert, der die Authentizität der Daten gewährleistet. Und das haben wir dann verschlüsselt. Und diese Reihenfolge hat sich als sehr schwierig herausgestellt, weil dieses Padding ist, wenn wir ein Byte auffüllen müssen, dann
füllen wir ihn mit Nullen auf. Wenn wir 2 Bytes zu finden haben, füllen wir sie mit Einsen auf. 3 Bytes werden mit Zweien aufgefüllt und so weiter. Easy to understand. Das ist ziemlich einfach zu verstehen. Now, let's for a moment assume a situation. Also lass uns mal einen Moment lang annehmen, wir haben eine Situation, wo ein Angreifer Daten manipulieren kann und auch da sehen kann, ob der Server Daten in einem schlechten oder verkehrten Padding erhält oder ob er einfach schlechte Daten erhält und dieses Mac-Verfahren viel schläft. Und das ist der Entschlüsselungsmodus im CPC-Modus. Und was ein Angreifer hier tun kann, ist, das allererste, was ein Angreifer macht, ist einfach einen Block wegschmeißen am Ende. Er blockiert einfach die Übertragung von dem letzten Block. Und dann was wir annehmen wollen, ist, der Angreifer möchte diesen letzten Byte entschlüsselt haben, weil das könnte vielleicht interessante Daten enthalten. Also was er tun kann, ist, er kann sich das Byte im Ciphertext manipulieren, mit einem, also was Geratenes, und ein Byte sind einfach nur 256 Bits, also 256 Arten ein Byte sein kann, also muss er einfach nur das häufig genug raten und dann das eben mit diesem Wert zu XOR'en. Und was man sich jetzt vorstellen kann, ist, wenn wir das jetzt XOR'en und da hinten eine Null rauskommt, dann können wir sehen, dass das Padding korrekt ist. Wenn wir hier irgendwie Müll rausbekommen, dann wissen wir, dass das Padding Quatsch war. Also, wenn man einfach nur oft genug ratet, kann man hier ein einzelnes Byte entschlüsseln. Unter der Voraussetzung, dass er irgendwie herausfindet, ob das Padding korrekt ist oder nicht. Also, er könnte ein Byte entschlüsseln. Aber er kann auch weiter vorgehen und sagen, angenommen, wir haben jetzt dieses eine Byte schon entschlüsselt, dann kann er auch zum nächsten Byte übergehen. Also wir XOR'en das rechte Byte mit dem geratenen Byte von dem ersten, wo wir schon wissen, was es ist, und XOR'en auch noch das nächste Byte da rein. Und wenn das 1-1 ergibt, dann wissen wir, dass wir hier ein korrektes Padding haben. Also auch so erkennt der Angreifer das nächste Byte. Das kann er auch für alle anderen Bytes machen. 2002 hat Sergey Vodnin theoretisch die Padding Oracles gefunden. TLS hat die Fehlermeldungen, oder verschiedene Fehlermeldungen, wie etwa wenn das Padding falsch ist, kriegen wir den Entschlüsselung ist fehlgeschlagen Fehler. So, und wenn der Mac wrong war, kriegen wir die Bad Record Mac Fehler. Der Angreifer kann in der Regel den TLS-Fehler nicht sehen. Aber wenn er sie sehen könnte, könnte er halt es als Padding Oracle benutzen. Da sie verschlüsselt sind, ist das kein praktischer Angriff. 2003 ist das praktischer geworden mit Timing Attacks. Bis hin zu wirklich praktischer Entschlüsselung. In späteren Versionen von TLS wurde das sozusagen gefixt. Direkt hier aus dem Standardtext zitiert, sehen wir einen kleinen Timing-Kanal, in dem Mac Performance davon abhängt, wie groß das Datenfragment ist, aber es sollte eigentlich nicht groß genug sein, um exploitable zu sein. Und 2013 finden wir via Lucky 13 Attack, dass es tatsächlich doch groß genug ist, um exploitable zu sein. The designers of the standard believed was not large enough to be exploitable. And it is in theory possible to implement TLS in a way that is safe from these timing attacks. But theoretisch ist es möglich, TLS so zu implementieren, dass es CPC Timing Attack safe ist, aber das fügt sehr viel Komplexität zu dem Code hinzu. Das werden wir auch später noch wieder sehen. Then there was another padding oracle, which was called Poodle, which 2014 sehen wir noch ein weiteres Padding Oracle. Das wir Poodle nennen. Was direkt in SSL V3 hineingebaut wurde ins Design. Das heißt, man kann sich auch nicht drumherum arbeiten.
Denselben Fehler finden wir in TLS wieder. Fixed to a specific value, where in the past it could have any value, and it turned out that there were TLS implementations that were not checking that. Es gab dann TLS-Implementationen, die zwar fixed Paddings hätten benutzen sollen, aber die einfach nicht überprüfen. Und das macht TLS anfällig für Poodle. Which was basically the one of the people who has found the Lucky 13 attack looked at implementations and saw. Eine der Personen, die Lucky 13 Attacken gefunden hat, findet dann 2015 die Lucky Microseconds. Und zwar in der SSL Bibliothek von Amazon S2N. Was bewiesen hat, dass auch die Gegenmaßnahmen von Amazon nicht funktionieren gegen Lucky 13. Then there was a bug in OpenSSL which was kind of funny because when OpenSSL tried to fix this Lucky 13 attack, they introduced another padding oracle attack which was actually much easier to exploit. Tatsächlich ist bei dem Versuch in OpenSSL Lucky 13 zu fixen noch ein weiterer Bug eingefügt worden, der ein neues padding oracle möglich machte, was einfacher noch als Lucky 13 ist, nämlich Lucky minus 20. Ja. These errors are encrypted. Wie gesagt, die originalen Attacken funktionieren in Praxis nicht, weil die TLS-Fehler verschlüsselt sind. Aber was, wenn es Implementationen gäbe, die andere Fehler produzieren, die AngreiferInnen sehen können? Zum Beispiel TCP-Fehler, Verbindung zurücksetzen oder Timeouts. Und natürlich finden wir in der freien Wildbahn Implementationen, die das tun. Lasst uns auf eine weitere Attacke sehen, die sogenannten Bleichenbacher-Attacken auf die RSA-Verschlüsselung. Also in der Phase, wo es um den Handshake geht, den geteilten Schlüssel zu etablieren. Das wurde veröffentlicht von Daniel Bleichenbacher in 1998. Wenn wir auf die RSA-Verschlüsselung sehen, müssen wir ein bisschen Vorbereitung machen in der RSA-Verschlüsselung. Und zwar nach dem PKCS 1.5 Standard. Fängt an mit 0002, zufälligen Daten als Padding, zwei Nullen, die uns das Ende des Paddings markieren. 0303 steht für TLS 1.2, total offensichtlich, nicht wahr? Und danach die Dateien, die Daten, die wir verstecken wollen. So we know each correct encrypted block, if we decrypt it, it starts with 000. Der Punkt ist jetzt, wir wissen, dass ein entschlüsselter Block mit 0002 anfangen muss. Was macht ein Server jetzt, wenn das nicht so ist? And it decrypts some data from the client. And then it doesn't start with 0002. What shall it do? And the naive thing would be, yeah, of course we just send an error message because something is obviously wrong here. Wären wir naiv, dann schicken wir an dieser Stelle also einfach eine Fehlermessage. Ist das eine gute Idee? Naja, wir verraten dem Angreifer was. Nämlich, dass entschlüsselte Daten nicht mit 0002 anfangen können. And this is, it turned out to be enough to, if you send enough queries and modify the ciphertext, you can learn enough information. Und wir stellen fest, es reicht tatsächlich, um modifizierten Ciphertext zu schicken und genug rauszukriegen, um Daten zu entschlüsseln. Ich wollte euch die Formeln dafür hier nicht auf die Slides drücken. So, TLS 1.0 introduced some countermeasures. Ja, in TLS 1.0 gab es dann wieder einige Gegenmaßnahmen. Die Grundidee war hier, dass wenn man irgendwas entschlüsselt und das ist falsch, dann sollte man das ersetzen mit
einem Zufallswert und diesen Zufallswert als einen geheimen Schlüssel verwenden und einfach so tun, als wäre nichts passiert und dann einfach fortfahren und ja, der Handshake wird dann fehlschlagen, weil man nicht denselben Schlüssel hat. Das hält den Angreifer davon ab, herauszufinden, ob die Daten korrekt sind oder nicht. In 2003 hat ein Forscherteam herausgefunden, dass diese Gegenmaßnahmen unvollständig waren und auch war auch noch nicht komplett klar, wie das wirklich jetzt implementiert werden soll, weil es gab dieses Versionsproblem und es wurde nicht exakt beschrieben, was man tun soll, wenn nur die Version falsch ist. Also war es immer noch möglich, einen Angriff zu kreieren, der auch trotz dieser Gegenmaßnahmen immer noch funktionierte. Und 2014 gab es dann ein Paper, das gesagt hat, dass Java immer noch zu diesen Bleichenbacher-Attacken verwundbar ist, weil es immer noch dieses Decoding gab, diese Entschlüsselung und dann wird eine Exception geworfen von Java und die Exception ist lang genug, dass man einen Timing-Fehler feststellen konnte. Aber es war dann auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich praktisch verwendbar. Und in 2016 gab es die sogenannte Drown-Attacke, den Drown-Angriff. Und das war ein Bleichenbacher Angriff in SSL Version 2. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, SSL ist diese super alte Version von 1985 oder was weiß ich auch. Aber man könnte immer noch die Daten von einer aktuellen TLS-Version verwenden. Und wenn es einen Server gibt, der immer noch diese alte Version unterstützt. Und deshalb hat das immer noch Relevanz. Das ist diese Dorn-Attacke. Und ja, vor einem Jahr wollte ich herausfinden, ob es immer noch Server gibt, die zu dieser Bleichenbacher-Attacke verwundbar sind. Also habe ich ein kleines Tool geschrieben, was das gescannt hat und ja, das erste, was ich herausgefunden habe, war, dass Facebook verwundbar war und von den Top 100 Seiten im Alexa-Ranking waren immer noch ein Drittel der Webseiten verwundbar und mindestens 15 verschiedene Implementationen waren da draußen, die verwundbar waren. Also ja, darauf reduzierte es sich. Und ich ungefähr vor einem Monat gab es noch ein neues Paper, was gesagt hat, was man auch Cache-Side-Channel-Angriffe verwenden kann, die insbesondere bei Cloud-Infrastrukturen relevant ist, wer verschiedene Server, die gleiche Hardware, auf verschiedene Hardware laufen und das kann man immer noch dazu verwenden, um diese Bleichenbacher-Angriffe zu verwenden. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, ihr könnt es natürlich nicht lesen, weil es viel zu klein ist, aber das sind die Artikel, die Abschnitte, die in den verschiedenen TLS-Versionen die Gegenmaßnahmen gegen die verschiedenen Bleichenbacher-Angriffe zeigen. Und ja, sie fingen an mit einem kleinen Abschnitt, was man als Gegenmaßnahmen einführen sollte und dann führten sie noch mehr ein und in TLS 1.2 dann nochmal mehr. Also was man deutlich sehen kann, ist, es wird immer komplizierter, sich vor diesen Angriffen zu schützen. Und ja, mit jeder neuen TLS-Version wurde mehr Komplexität eingeführt, um diese Bleichenbacher-Attacken abzuwehren. Und ja, das waren jetzt erst zwei Beispiele. Es gab noch viel, viel mehr Angriffe auf TLS 1.2 und auch jüngere, also ältere Versionen. Ja, Sloth gegen schlechte Caches und ist auch die Handshakes angegriffen hat. Suite32 hat Blockcypher angegriffen, die kleine Blockgrößen haben. Triple Handshake ist eine ziemlich komplizierte Interaktion von verschiedenen Handshakes. Und ja, der allgemeine Trend war, dass in TLS 1.2 und früher und älter, wenn es da einen Fehler gab, in der Verschlüsselung gab, dann haben die Leute einfach gesagt, ja, wir müssen einen Workaround finden für dieses Sicherheitsproblem. Und wenn das Workaround nicht funktioniert, also der Umweg nicht funktioniert, dann brauchen wir einfach noch mehr davon. Und ja, wir machen zwar neue, sichere Methoden, aber die Leute suchen aus. Also wir lassen die alten immer noch aktiv. Und die Leute können sich aussuchen, den etwas älteren und unsichereren Methodus verwenden, was halt dazu geführt hat, dass meistens immer noch die unsicheren Methoden verwendet wurden, weil ja, es gab zwar Methoden, die diese Verwundbarkeiten nicht hatten, aber die waren halt optional in TLS 1.2. Und ich denke, das ist der
die wichtige Veränderung, die mit TLS 1.3 gekommen ist. Also die Denkweise hat sich verändert. Die Leute haben gesagt, okay, wenn da irgendwo Verwundbarkeiten sind und wir haben irgendwas Besseres, dann sollten wir das Alte, das mit den Verwundbarkeiten, einfach entfernen, das Problematische. Und das war einer der Hauptveränderungen in TLS Version 1.3. Also es gab eine Menge Sachen, die einfach abgeschafft wurden. Dieser CBC-Modus zum Beispiel oder RC4, auch ein anderer problematischer Cipher. Wir haben auch Triple Desk, das ist das mit den kleinen Blockgrößen. Wir benutzen immer noch GCM, aber nicht mehr mit expliziten Nonsen, also mit expliziten Einmalnummern sozusagen. Wir haben RSA-Verschlüsselung komplett entfernt, PCKS nur noch für Signaturen und auch Hash-Funktionen, die sich als unsicher bewiesen haben. Diffie-Hellman mit angepassten Parametern oder mit kleinen Parametern wurde auch entfernt, weil die sich auch als problematisch herausgestellt haben. Und auch Elliptic Curves wurden entfernt, die nicht so sicher erschienen. Und was auch dazu kam, ja, manche oder Forscher, Akademiker haben sich TLS einem wissenschaftlicheren Weg angeguckt haben. Sie haben sich versucht, das formal zu analysieren und ja, auch eben, ob sie verschiedene Sicherheitseigenschaften des Protokolls verbessern können, angeschaut. Und viele von den Verwundbarkeiten, die ich vorher eingeführt habe, wurden von diesen Forschern gefunden und die das analysiert haben. Aber diese Analysen haben auch dazu beigetragen, TLS 1.3 zu einem mehr robusten Protokoll, mehr robust gegen Angriffe zu machen. Und das ist auch ein großer Fortschritt. Es gab eine viel, viel bessere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, die sich das Programm, dieses Protokoll angeguckt haben, und den Leuten, die das Protokoll tatsächlich geschrieben haben. Ja. Aber man könnte jetzt sagen, okay, Sicherheit ist ganz nett, aber was wir wirklich, wirklich brauchen, ist Geschwindigkeit. Also das, was zumindest, wo manche Leute sich besonders für interessieren. Wir wollen, dass unser Internet schnell ist, wir wollen, dass unser Browser sofort die Seite laden kann, wenn wir ihn öffnen. Und TLS 1.3 hat auch Geschwindigkeitsverbesserungen eingeführt und ich habe hier mal ein Diagramm für den Handshake dargestellt und es ist ziemlich vereinfacht. Also ich habe einfach nur die wichtigsten Sachen eingefügt, die meinen Punkt unterstützen. Aber wenn man sich jetzt links anguckt, wie ein alter TLS-Handshake funktioniert, dann fängt es mit diesem Client Hello an und mit welcher Version und welchen Verschlüsselungsmethoden das Client unterstützt. Der Server beantwortet halt, welche Verschlüsselungsmethoden er verwenden möchte und dann findet der Key Exchange statt und dann sendet der Client seinen Part vom Key Exchange, also vom Schlüsselaustausch und eine Schlussnachricht und dann sendet der Server noch eine Schlussnachricht und dann kann tatsächlich Daten ausgetauscht werden. Und in TLS 1.3 wurde das ein bisschen komprimiert. Der Client sendet sofort eine Key Exchange, also eine Schlüsselaustauschnachricht zusammen mit seinem Hello, also seinem Welcome, seinem Verbindungsstartnachricht. Und der Server antwortet mit dem Server Hello, also beantwortet die Nachricht des Clients und auch mit einem Schlüsselaustauschnachricht. Und das führt dazu, dass der Client sofort Daten austauschen kann. Das ist die Situation für einen Fresh Handshake, also ein Handshake, wo noch keine Kommunikation vorher dargestellt hat. Man muss nur einmal hin und her gehen und dann kann man schon Daten übertragen. Und in den vergangenen Versionen hat man mindestens zweimal hin und her gehen müssen. Also man kann viel schneller zur Datenübertragung übergehen. Okay, also wir haben einen Roundtrip aus diesem Handshake rausgenommen. Es gibt auch Sicherheitsverbesserungen in diesem Handshake. Wir haben also mehr Sicherheit und mehr Geschwindigkeit. Und insbesondere, was wir haben, ist mehr Sicherheit, wenn wir eine bestehende Verbindung wieder aufbauen. Also wenn wir den Schlüssel einer vorherigen Verbindung weiterverwenden. Wir können auch mehr Daten schützen. Also beispielsweise, wenn ein Angreifer mit dem Handshake rumspielt. Das sind mehr theoretische Angriffe, aber wir können auch die besser verhindern. Okay, also
TLS hat einen besseren und schnelleren Handshake. Und wenn ihr mehr Details über diesen Handshake wissen möchtet, dann gab es vor 2 Jahren an diesem Kongress einen Talk, der viel mehr Details zeigt. Den kann ich euch nur empfehlen. Der Link ist hier in den Slides und die Slides sind online. Es gibt auch etwas, das nennt man den Zero Roundtrip Handshake. Und das ist noch schneller. Wir können Daten sofort schicken. Wie können wir das machen? Eigentlich tricksen wir ein bisschen, weil wir brauchen hier eine vorherige Verbindung, deren Schlüssel wir schon haben. Und aus diesem Schlüssel können wir einen neuen Schlüssel generieren, mit dem wir sofort Daten senden können. Also was wir brauchen, ist dieser Pre-Shared Key, ein vorgeteilter Schlüssel von einer vorherigen Verbindung. Und dann können wir Daten ohne einen vorherigen Handshake versenden. Also noch mehr Geschwindigkeit. Das ist cool, oder? Aber dieser Zero-Round-Trip-Mode ist nicht kostenlos. Es gibt ein Problem hier, sogenannte Replay-Attacken. Das heißt, ein Angreifer kann die Daten, die wir senden, aufzeichnen und sie dann nochmal senden. Und der Server denkt dann, oh, ich mache jetzt einfach zweimal, was dieser Request machen sollte. Es gibt also gewisse Gefahren mit diesem Null-Round-Trip-Handshake und der Standard sagt auch, es ist wichtig, dass man das nur benutzt, wenn man ein Profil hat, wie man solchen Zero-Round-Trip-Handshake nutzt. Also, schauen wir uns HTTPS an. Das ist das Protokoll, mit dem wir es am oftesten einsetzen werden. Wenn man sich HTTP anguckt, dann sagt der Standard, dass ein GET-Request idempotent sein sollte. Ein POST-Request muss das nicht erfüllen. Was heißt diese Idempotenz? Das bedeutet, dass wenn man denselben Request zweimal schickt, dann sollte dieselbe Antwort zurückkommen. In der Theorie kann man sagen, GET-Requests sind idempotent, also die sind safe für Null-Round-Trip-Handshakes. Die Frage ist dann, wissen Webentwickler, was Idempotenz bedeutet? Ich habe auch schon Webentwickler gefragt, ob die wissen, was es ist, und die Antwort ist tendenziell schlecht. Also in einer idealen Situation, wo Webentwickler wissen, was HTTP Safety ist, dann kann man diese Null-Round-Trip-Handshakes nutzen. Zero-RTT hat auch keine starke Vorwärts- Sicherheit. Das heißt also, dieser vorverteilte Schlüssel, wenn der kompromittiert wird, dann bedeutet das, dass der Inhalt meiner Verbindung offengelegt werden kann. Das sieht ein bisschen problematisch aus und viele spekulieren, dass die Angriffe, die wir auf TLS 1.3 sehen werden, werden sich auf diesen Zero-Round-Trip-Handshake fokussieren, weil das einer der fragilsten Teile des Standards ist. Aber er gibt uns Geschwindigkeit, deshalb nutzen wir ihn. Die gute Neuigkeit ist, das ist komplett optional und wir müssen es nicht benutzen und wir denken, dass es problematisch ist, dann können wir es einfach ausschalten. Also wenn zu viele Angriffe auftauchen, die diesen Zero-Round-Trip-Handshake brauchen, dann schalten wir es aus, können TLS 1.3 weiterhin nutzen, ist einfach nicht ganz so schnell. So, wie deployen wir das jetzt? Wir haben ein wundervolles neues Protokoll. Wir müssen es nicht nur sicher kriegen, nicht nur schnell, wir müssen es auch irgendwie in die Welt bringen. Und zwar im Internet. So dem echten. Nicht das theoretische Internet, wo es keine Bugs gibt, wo alle wissen, wie Protokolle funktionieren, sondern das wirkliche mit den Internet of Things Devices und solchen Geräten. Das geht los mit der Versionsnummer. Das mag klingen wie eine Trivialität, aber eine Neuerung von TLS 1.3 ist die neue Versionsnummer für die Protokollversion, die wir hier an den roten Pfeilen sehen. Gezeigt aus einem Wireshark-Dump von einem TLS 1.3 Handshake.
und da seht ihr verschiedene Versionsnummern. Oben seht ihr insbesondere also TLS 1.0, encoded als 0301 und später TLS 1.2 mit 0303, das sieht doch alles seltsam aus. Und jetzt scrollt ihr weiter durch den Dump und stellt fest, wir haben hier noch unter Extension Supported Versions TLS 1.3 encodiert als 0304. Was passiert hier gerade? Das sieht doch seltsam aus. Das Erste, was wir dafür sehen müssen, ist, dass wir TLS nicht als eine Version 1 codieren können, weil es nach SSL 3 kam. Das heißt, wir zählen TLS 1 als Version 3.1. Und zählen so weiter mit 3.2, 3.3. Und für 1.3 wird es nur komplizierter. Die erste Version, die ihr in dem Wireshark-Dump gesehen habt, ist aus dem sogenannten TLS Record Layer. Also wir lassen es für Kompatibilität drin. Es ist ein Protokoll im Protokoll, aber keine bedeutungsvolle Nummer. Wenn wir eine neue TLS-Version haben, können wir nicht einfach allen erzählen, lasst uns doch ab morgen alle diese neue TLS-Version benutzen. Also müssen wir in der Lage sein, sie graduell zu deployen und immer noch kompatibel mit den alten Versionen zu sein. Also nehmen wir an, wir haben einen Client, der TLS 1.2 kann, aber einen Server, der TLS 1.0 möchte. Da gibt es einen extrem komplizierten Mechanismus für. Der Client verbindet sich und sagt, hey, ich spreche TLS 1.2. Server sagt, kenne ich nicht. Aber das Höchste, was ich kann, ist TLS 1.0. Und schickt es zurück. Wenn der Client also noch TLS 1.0 kann, könnten sie sich jetzt verbinden. Das ist ziemlich einfach. Lass mich das illustrieren mit diesem bisschen Code. Wir einigen uns einfach auf das Maximum von Client und Server. Man sollte meinen, es sollte nicht möglich sein, das falsch zu machen. Aber wir reden über das echte Internet. Und auf dem richtigen Internet gibt es Business-Geschäftslösungen. Also sehr teuer und fürchterlich verbuggt. So yeah, we will have web pages that run with Firewall from Cisco, or we will have people using IBM Domino Web Server. Also Webseiten mit Firewalls von Cisco oder IBM Domino Servers. Und dann kriegen wir in der Business-Version aber dieses Gespräch. TLS 1.2 vom Client. Server sagt, kann ich nicht, Fehler. Das ist immerhin erst 10 Jahre alt. Das ist doch in der Geschäftswelt sehr, sehr jung. And this is called Wir nennen das Versionsintoleranz. Das passiert eigentlich immer, wenn eine neue TLS-Version eingebracht wird. Problem,
jedes Mal, wenn wir ein neues Gerät eingeführt haben, das eine neue Version brauchte, dann funktionierte das einfach nicht. Und Browser müssen damit irgendwie umgehen, weil das Problem ist, wenn ein Browser eine neue Version, eine neue TLS-Version mitbringt und nichts mehr funktioniert, dann schieben die User dem Browser die Schuld in die Schuhe. Und die User nutzen den Browser nicht mehr. Das heißt, Browser müssen irgendwie damit umgehen. Und was die Browser jetzt machen, ist, die haben sich gesagt, wir versuchen es mit der neuesten TLS-Version. Und wenn wir einen Fehler zurückkriegen, dann versuchen wir es eine Version tiefer und noch eine Version tiefer und irgendwann klappt die Verbindung. Also wir haben einen Browser und einen Business-Server, der Version 1.0 unterstützt und nach 3 Versuchen haben wir eine Verbindung. Nun, könnt ihr euch an Pudel erinnern? Ich habe vorhin das Padding-Orakel in Version 3 erwähnt, das 2014 entdeckt wurde. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, SSL Version 3 von 1996, ziemlich alt. Wer benutzt das 2014 noch? Seit 16 Jahren sollte man das nicht mehr nutzen. Wer benutzt das noch? Beispielsweise Windows Phone 7 hat es benutzt auf diesen Nokia Phones, die nie mehr aktualisiert wurden. Aber okay, normale Browser und Server sollten mindestens TLS 1.0 brauchen. Vielleicht nicht 1.2, aber mindestens 1.0. Aber wir haben diese Browser, die versuchen, eine neue Verbindung aufzubauen, wenn sie einen Fehler finden. Und was ein Angreifer machen kann, wenn er SSL Version 3 angreifen will, dann kann er einfach Verbindungen mit neueren TLS-Versionen blockieren. Das heißt, er zwingt die Clients dazu, dass sie ein Downgrade machen auf auf SSL 3.0 und dann kann er die Lücken in SSL 3 angreifen. Gut. Browser sagten sich dann, diese Downgrades, die verursachen jetzt Sicherheitsprobleme, also müssen wir einen neuen Workaround aufbauen, den nennen wir SCSV. Eine Möglichkeit für den Server, dass der dem Client sagt, dass er diese Version noch nicht unterstützt. Also implementiert ist das als eine besondere Verschlüsselungsmethode, mit der der Server dem Client sagen kann, dass er keine Downgrades machen soll. Also wir hatten diesen Workaround für kaputte Server und brauchten dann entsprechend einen Workaround für die Security-Issues für den Workaround. Aber irgendwann in dieser Zeit haben sogar die Business-Produkte ihre Fehler korrigiert und haben aufgehört und Browser konnten entsprechend aufhören, solche Downgrades zu machen. Also, sagte ich gerade, haben sie das Problem gelöst? Nee, also, sie haben es nicht gelöst. Sie haben es für Version 1.2 gelöst, aber selbstverständlich nicht für zukünftige Versionen, weil die gab es ja damals noch nicht. Also, mit TLS 1.3 haben wir natürlich wieder die neue Versionsintoleranz und würden wieder alles kaputt machen und die ganze neu gewonnene Security würde uns nicht viel helfen. Als die TLS Working Group das realisiert hat, hat sie den Handshake überarbeitet und zwar in einer Form, dass das alte Versionsfeld immer noch bei Version 1.2 bleibt und eine neue Erweiterung, eine Extension eingeführt, die Unterstützung für neue zukünftige TLS-Versionen einführt. Beispielsweise für TLS 1.3 und auch für zukünftige Versionen. Nun, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, nach dieser ganzen Geschichte werden wir bei Version 1.4 wieder dieselbe Versionsintoleranz haben, weil die Server wieder einen Fehler ausspucken werden, wenn sie eine neue Version sehen. Und um diese Frage zu adressieren, hat David Benjamin von Google einen Vorschlag gemacht, um die zukünftige Kompatibilität zukünftiger Upgrades zu verbessern und hat dafür diesen Grease-Mechanismus vorgeschlagen. Dieser Grease-Mechanismus schreibt vor, dass der Server unbekannte Versionen
in der Liste unterstützter TLS-Versionen einfach ignorieren soll und mit einer der unterstützten Versionen verbinden kann. Nun, irgendwie müssen wir die Server dazu kriegen, dass sie das auch richtig implementieren. Und die Idee ist, dass mit Grease zufällige Versionen, die es noch nicht gibt, die aber nie in echten TLS-Versionen benutzt werden, in diese Version einfügen. Damit können wir sicherstellen, dass wenn der Server diese Funktion richtig implementiert, also wenn er die Werte richtig ignoriert, dass er dann auch zukünftige TLS-Versionen sinnvoll unterstützen wird. Die Hoffnung ist hier also, dass wenn diese Business-Vendors mit ihrer kaputten Versionsverhandlung irgendwann merken, bevor sie ihr Produkt auf den Markt bringen, dass es kaputt geht, wenn eine neue TLS-Version im Umlauf sein wird. Gut, wir haben also keine Downgrades mehr, wir haben den Grease-Mechanismus, können wir jetzt endlich TLS 1.3 in Umlauf bringen. Dann gab es aber leider dieses Middlebox-Problem. Im Sommer 2017, es sollte 2016 sein. Im Jahr 2016, im Sommer, wurde TLS 1.3 fast fertiggestellt, aber dann hat es noch fast ein weiteres Jahr gedauert. Tut mir leid, das habe ich komplett durcheinander gebracht. Nee, es war korrekt. Ja, doch, also 2017 war richtig und TLS war fast fertig, aber es hat bis 2018 gedauert, bis es dann wirklich fertig war. Und die Begründung dafür war, dass Browserhersteller haben eine Entwurfsversion von TLS 1.3 implementiert und haben eine Menge Verbindungsfehler festgestellt. Und die Begründung dafür war, dass es Geräte gab, die den Datenverkehr analysieren wollten und die wollten klug sein und die haben erkannt, das ist ein TLS-Paket, das kennen wir nicht, das sieht nicht so aus wie normalerweise, deshalb, lass uns das einfach wegwerfen. Das ist einfach ein komisches TLS-Paket, lass uns einfach es wegwerfen. Das waren, passive Zwischenstellen sozusagen, also nicht aktive Leute, die irgendwie eine Man-in-the-Middle-Attack durchgeführt haben, sondern einfach irgendwie ein Router oder, ein anderes Gerät, was auf dem Netzwerkverkehr sitzt und was einfach Datenverkehr wegwirft, der nicht aussieht wie ein normales TLS-Paket. Und dann haben die Browserhersteller einen Fix vorgeschlagen, sodass TLS 1.3 mehr wie TLS 1.2 aussieht. Und die wichtige Sache war, dass sie einfach ein paar alte Nachrichten von TLS 1.2 eingeführt haben, die einfach ignoriert werden sollten. Also eine davon ist die Change Cipher Spec Nachricht, also die Verschlüsselungsmethode Wechselnachricht, die in TLS 1.2 vorhanden war und da signalisiert hat, dass alles ab jetzt verschlüsselt sein soll. Und der Gedanke war, okay, wenn wir einfach jetzt Quatsch, also eine sinnlose CCS-Nachricht versenden, dann werden diese Geräte vielleicht denken, okay, ab jetzt ist alles verschlüsselt und sie können es nicht entschlüsseln und deshalb werden sie nicht analysieren. Und tatsächlich hat es auch funktioniert, es hat die Verbindungsfehler massiv reduziert. Also es gab noch ein paar andere Sachen und irgendwann waren die Fehlerraten klein genug, dass die Browserhersteller gedacht haben, okay, jetzt können wir das einsetzen. Es gab aber immer noch ein paar Fehler, das ist zum Beispiel ein Pixma-Drucker von Canon. Die haben auch einen HTTPS-Server eingebaut mit Netzwerkunterstützung und wir müssen jetzt hier über die NSA, über diese Leute hier sprechen. Wenn wir uns an die Snowden-Affäre erinnern, eine von den Sachen, die da rauskam, war, dass es einen Zufallsgenerator gab, der Dual EC DRBG heißt, also ein Zufallsgenerator. Und der hat eine Hintertür, eine Backdoor und die meisten Leute glauben, das ist eine Backdoor, eine Hintertür von der NSA, sodass man vorhersagen kann, welche Zufallszahlen dieser Zufallsgenerator ausgeben wird. Und was auch in den Snowden-Dokumenten war, dass die NSA 10 Millionen Dollar an die ESA-Sicherheitsinstitute gegeben hat, um diesen Zufallsgenerator zu implementieren.
Ja, und das gab es einen Vorschlag, einen Entwurf für eine TLS-Erweiterung, die Extended Random genannt wird, also erweiterter Zufall, und die einfach ein paar weitere Zufallszahlen zum TLS-Handshake hinzufügt. Warum? Ja, es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund. Ja, wir können es einfach tun, es war einfach ein Vorschlag. Ich meine, jeder kann irgendwie Vorschläge für neue Entwürfe machen, und ja, es wurde zwar nie fertiggestellt, aber dann war es da draußen. Und in 2014 haben sich ein paar Forscher diese Dual-SC-Zufallszahlengenerator angeguckt, und wenn man sich diese Extended Random Erweiterung, also diesen erweiterte Zufall-Erweiterung, anschaut, dann ist es viel einfacher, diese Hintertür in dem Zufallsgenerator auszunutzen. Und die RSA-Bibliothek BSafe hat auch Unterstützung für diese Erweiterung, aber es wurde halt ausgeschaltet und es gab keine wirklichen Implementationen, die es wirklich genutzt haben, also gab es eigentlich kein Problem. Aber diese Kennendrucker, die hatten diese Erweiterung aktiviert, und sie haben diese RSA BSafe Bibliothek verwendet und diese Erweiterung aktiviert, die eigentlich nur ein Entwurf war. Und weil erweiterter Zufall nur ein Entwurf war, hat es halt keine offizielle Erweiterungsnummer. Also jede Erweiterung hat eine offizielle Nummer, sodass der Server erkennen kann, welche Erweiterung das ist. Aber in der Implementation von Ken haben sie einfach die nächst verfügbare Nummer verwendet. Und das ist eine Kollision mit einer der verpflichtenden Erweiterungen, die TLS 1.3 eingeführt hat. Also diese Ken-Drucker können diese neue Erweiterung nicht unterstützen, also sie haben dieses Extended Random erweitert, diesen erweiterten Zufall, und das war es dann nicht, und dann gab es halt auch Connection, also Verbindungsfehler. Und im TLS-Protokoll haben sie einfach dieser Erweiterung eine neue Nummer gegeben, und dann ist es auch nicht mehr aufgetreten. Ja, und es gab auch noch viel, viel mehr solche Fehler, und auch in der jüngsten Vergangenheit noch Java, was auch in Unternehmensumgebungen verbreitet ist. Die haben zwar mittlerweile TLS 1.3 Unterstützung, aber das funktioniert nicht so richtig, deshalb gibt es auch da noch sehr viele Fehler. What about future TLS? Was ist also mit zukünftigen TLS-Versionen? Wir haben Grease, das hilft uns ein bisschen. Es hilft uns mit den Versionsintoleranzen, aber es hilft nicht mit so komplizierten Middlebox-Problemen. Es gab den Vorschlag von David Benjamin von Google, dass wir einfach jede paar Monate eine neue TLS-Version, die nur für ein paar Monate verwendet werden soll, ausrollen und sie dann wieder deprecaten. Also so, dass das Internet sich daran gewöhnt, dass es neue Protokolle gibt. Meine Vorhersage wäre, das wird Deployment eher noch schwerer machen. Wenn ihr also etwa zu Geschäftssicherheitskonferenzen geht, dann stellt ihr fest, Enterprise Security Leute interessieren sich für künstliche Intelligenz. Also etwa wollen sie Machine Learning benutzen, um schlechte Dinge zu erkennen. Etwa auf dem Blog von Cisco findet ihr, dass sie Machine Learning benutzen wollen, um schlechten TLS-Traffic zu erkennen. Weil er verschlüsselt ist, können wir ja nicht erkennen, ob da Malware drin ist, ob da Adware und so drin ist. Also lasst uns den bei Machine lernen. Also würden wir eher erwarten, dass in der Zukunft mit Machine Learning verstärkte TLS-Intoleranzen oder Versionsnummer-Change-Intoleranzen kommen, die noch schwerer zu fixen sein werden. Einer der Punkte bei TLS war, dass es den RSA-Verschlüsselungs-Handshake früh entfernt hat. Es hat keine Forward Secrecy und ist immer noch anfällig für die Bleichenbacher Attacken. Ich zitiere jetzt aus einer Mail von der Bankindustrie an die TLS-Arbeitsgruppe. Ich habe letztens davon erfahren, dass es einen Vorschlag gibt, der viele unserer Institutionen betreffen würde, nämlich den RSA Key Exchange
zu deprecaten. Das wird signifikante Probleme für Banken erzeugen, die alle TLS intern benutzen und signifikanten sicherheitsrelevante Investments in der TLS-Decryption haben. Und im Klartext soll das heißen, dass sie bei jeder neuen Connection einen neuen Key verhandeln nach diesem alten Protokoll mit RSA. Die Antwort von Kenny Patterson aus der Gruppe sagt, nö, machen wir nicht, wir wollen ein sichereres Internet. Ihr seid ein bisschen spät zur Party. Wir sprechen metaphorisch davon, Aschenbecher zu leeren und schon leere Bierdosen wegzuräumen. Wir sind tatsächlich genau genommen bei Entwurfsversion 15 und der RSA Key Transport ist schon 12 Entwürfe, vor 12 Entwürfen rausgeflogen. Die Bank ist in der Banken sind in der Regel ganz schön langsam, aber das ist schon krass. Es gab dazu dann ein paar Versionen, ein paar Vorschläge, um das zu retten, aber alle sind rejected worden. Und die vorherrschende Meinung bei TLS ist nun mal, dass es darum geht, dass der Traffic nicht beobachtet werden können soll. Also wollen wir auch nichts leichter machen an Monitoring. Also ging die Industrie an die ETSI und haben ein Business Enterprise TLS gepublished, die diese Entschlüsselungen erlauben. Die IETF war offensichtlich damit nicht besonders glücklich, dass der Name TLS dort missbraucht wurde. Und die ETSI hat natürlich es trotzdem ETLS genannt. TLS 1.3 ist fertig, fangt an es zu benutzen. Eure Browser können das wahrscheinlich auch. Also zur Zusammenfassung, was macht TLS? TLS 1.3 veraltet lauter unsichere Dinge, ist schneller und neue Dinge auf dem Internet deployen ist ein Chaos. Verschlüsselt eure Verbindung und wir haben Zeit für Fragen. Alright, ja. Wie Hanno gesagt hat, wir haben ungefähr 6 Minuten für Fragen. Wir haben 5 Mikrofone im Saal. Also wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann kommt zum Mikrofon und bitte stellt eine kurze, klare Frage, damit wir so viele wie möglich in die Zeit quetschen können. Mikro 2 bitte. Vielen Dank für den interessanten Talk. Gibt es eine Möglichkeit, die Nutzung von Enterprise TLS zu verhindern? Ja, die gibt es. Die wesentliche Idee ist, den statischen Diffie-Hellman-Exchange zu benutzen. Und wenn du siehst, dass das zweimal passiert, manche Server benutzen das auch für Optimierung, also ist das nicht ganz safe. Es gibt da also längere Diskussionen. Ich kann das nicht vollständig beantworten, aber es gibt Optionen. Okay. Bevor wir zur nächsten Frage gehen, kurze Bitte an alle Leute, die den Raum verlassen, bitte macht das so leise wie möglich, damit wir die Fragesession ruhig beenden können. Mikro 2 bitte. Hi, ich habe mich gefragt bei den Replay-Angriffen, wieso gibt es da nichts wie Sequenznummern beispielsweise? Es gibt sowas da drin, aber das Problem ist, wenn es mehrere TLS-Termination Points gibt, dann ist es schwierig, bei denen allen den gleichen Zustand zu erhalten. Gut, eine Frage aus dem Internet bitte. Alright. Binary Strike asks, with regard
Binary Strike fragt. Bei TLS 1.3 in Business-Umgebungen sollten wir nicht den Schritt machen, dass wir wegkommen von TLS-Verbindungen auf der Firewall aufzubrechen und das stattdessen auf den Endpoints machen? In meiner Meinung ja, aber es gibt ziemlich viele Menschen in der Businesswelt, die das nicht für realistisch halten. Aber Diskussionen über Network Design gehören in einen völlig anderen Talk. Gut, eine Frage von Mikro 4 bitte. Die Frage auch zu Enterprise Business TLS. Also ein Browser kann sich zu einem solchen Enterprise TLS Server verbinden ohne Probleme? Ja, es ist so gebaut, dass es dazu kompatibel ist. Und ob man das vermeiden kann, kann auch wieder ein eigener Subtalk sein. Aber sprich mit mir später drüber, wenn du möchtest. Gut, eine Frage aus dem Internet bitte. Eine Frage aus dem IRC. Würdest du empfehlen, komische Werte in Handshakes einzufügen, um die Implementatoren zu trainieren? Das ist genau das, was Browser tun. Das ist genau das, was ich gesagt hatte. Das deckt aber nur einen kleinen Anteil dieser Deployment-Probleme ab. Gut, wir haben noch Zeit. Mikro 2 bitte. Wie du gesagt hast, wir haben noch viele schmutzige Flicken und Workarounds rund um TLS 1.3 und die Browser-Implementationen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Anforderung für TLS 1.3 oder 1.4 zu machen, dass sich Implementationen wirklich an diesen Standard halten, dass es einen Test oder eine Selbstzertifizierung gibt, die man bestehen muss, damit man das TLS 1.3 oder 1.4 Logo benutzen darf? In Theorie lässt sich das machen. Aber tatsächlich möchten wir kein Zertifikationsregime einführen, wo Leute nach so einem Logo und um Erlaubnis fragen. Das ist eines der großen Probleme mit der offenen Architektur vom Internet, oder? Also müssen wir irgendwie damit leben. Es gibt keine TLS-Polizei. Also haben wir insbesondere keinen Weg, uns drum zu kümmern, ob Leute kaputte TLS-Implementationen benutzen. Mikro 5 bitte. Ich habe eine Frage zu Shor's Algorithmus und TLS 1.3, weil seit Quantencomputing immer aktueller wird. Was ist die aktuelle Situation um TLS 1.3 und quantenbasierte Algorithmen, mit denen man Verschlüsselung aufbrechen kann? Es gibt keine größeren Veränderungen hier. TLS 1.3 benutzt weiterhin Algorithmen, die mit Quantum Computern gebrochen werden können. Es gibt schon frühe Bemühungen, Post-Quantum-Algorithmen zu benutzen, um TLS safe dagegen zu machen, aber es sind, wie gesagt, frühe Bemühungen. Ich denke, innerhalb der nächsten paar Jahre werden wir solche Erweiterungen sehen. Aber gerade wird es das zu 1.2, gibt es das von 1.2 zu 1.3 noch nicht. Okay, das wird die letzte oder zweitletzte Frage. Mikro 3 bitte. In allen TLS-Versionen gab es ein Problem in alten TLS-Versionen gab es ein Problem für kleine Devices mit wenig Rechenleistung. Gab es in TLS 1.3 eine Verbesserung, die diesen Geräten die Teilnahme ermöglicht? Die Performance-Probleme von TLS sind in der Regel total übertrieben worden. Auch auf einem sehr
schmalspurigen Device könnt ihr echte Crypto implementieren. Sogar Internet of Things Devices können, haben ausreichend kräftige Prozessoren, um das zu können. Das beendet unsere Q&A. Wir haben keine Zeit mehr. Bitte einen großen Applaus für Hanno.